Herr Dr. Besserer, Sie sind Arzt für Homöopathie und Arzt für Psychiatrie. Was macht ein Arzt für Homöopathie anders als der konventionelle Psychiater? Er geht anders auf den Patienten ein. Er nimmt sich mehr Zeit für die Anamnese. Er muss dies tun, weil er sich ein genaueres Bild machen muss vom Patienten, weil er ihn erfassen muss in seiner Gesamtheit, in seiner Biografie, in seiner Konstitution, weil er auch um die Mittelfindung zu verifizieren und auch im Verlauf das Mittel immer wieder zu bestätigen, sich ein genaueres Bild machen muss. Und welche Patienten kommen zu Ihnen in die Praxis? Was ist die Besonderheit an Ihrem Patientenklientel? Es sind Patienten, die zum einen sich fürchten vor der konventionellen Psychiatrie, fürchten, Psychopharmaka schädigen sie, sie werden entmündigt in der Klinik, oder aber die schon Erfahrungen gemacht haben, die erleben mussten, dass sie hauptsächlich mit Nebenwirkungen konfrontiert waren, dass ihnen immer noch ein Medikament dazugegeben wurde und so das Leid eigentlich zumindest nicht besser wurde, manchmal auch zunahm. Oder sie haben die konventionelle Psychiatrie, vor allem die medikamentöse Behandlung, gänzlich als unwirksam erlebt. Lässt sich denn eine homöopathische Therapie mit einer Therapie mit Psychopharmaka kombinieren? Oh ja, wenn Patienten mit Psychopharmakotherapie kommen, bleibt uns nichts anderes übrig, als diese zunächst beizubehalten. Das wäre unethisch zu sagen, sie müssen erst absetzen. Und wir machen jetzt auch keine ideologische Behandlung, wo wir sagen, das andere ist alles schlecht, sondern wo wir sagen, wir bieten was anderes an, was eine Ergänzung sein kann, was aber es auch ersetzen kann. Also meine Strategie ist, ich verordne eine homöopathische Arznei dazu und schaue mir den Verlauf an. Und in der Regel läuft es gut und ich kann die konventionelle Psychopharmakotherapie dann schrittweise reduzieren und ausschleichen. Wie ist es mit der Erstattungssituation? Immer wieder ein großes Thema, wenn es um Homöopathie geht. Bekommen Patienten mit einer psychischen Störung eine homöopathische Behandlung erstattet? Zum Teil schon. Wenn der Arzt eine Kassenzulassung hat, kann man über die integrierte Versorgung die homöopathische Behandlung abrechnen. Das machen viele Kollegen mit Kassenzulassung. Ich habe mich gegen eine Kassenzulassung entschieden, weil das bedeuten würde, ich müsste die konventionelle psychiatrische Medizin mitmachen. Und die entspricht nicht meinem Ansatz, weil es bleibt so wenig Zeit durch die Budgetierung für den Patienten, sodass ich ihn in der Regel nach 10 bis 20 Minuten wieder entlassen kann. Da kann ich jetzt als homöopathisch tätiger Psychiater und auch als psychotherapeutisch tätiger Arzt, kann ich nicht in dem Sinn auf die Patienten eingehen, wie ich es für erforderlich halte. Wie lange dauert denn eine homöopathische Fallaufnahme bei Ihnen so in der Regel? In der Regel 90 Minuten, um die Anamnese zu erfassen und die Analyse zu machen und eine Arznei zu verschreiben. Und wie lange zieht sich so eine Behandlung hin? Das ist sehr unterschiedlich. Zum Teil, wenn es eine akute Erkrankung ist, also ich habe immer wieder Patienten in der heutigen Arbeitsverdichtung, die mit Burnout zu tun haben oder mit Folgen von Überlastung oder die Opfer von Mobbing wurden. Da ist es manchmal mit ein paar Sitzungen, kann man dem Patienten deutlich weiterhelfen. Bei schweren Verläufen, chronischen Erkrankungen, Schizophrenien, schweren chronischen Depressionen ist es häufig eine Behandlung, die dann auch über Monate oder auch mal über Jahre geht.